Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Arc Park, unserem Community-Projekt. Und heute wieder mit dem Pokémon Evolved Mod. Wir haben ja in der letzten Folge bzw. im letzten Stream Pikachu bekommen. Und ja, heute wollen wir mal noch ein paar andere Pokémon finden. Es gibt irgendwie ein ganz teures Pokémon für 5000. Das wollen wir uns heute mal, also 5000 Credits, das wollen wir uns heute mal versuchen zu erspielen. Und ich habe mir schon so überlegt, zwischendurch werde ich vielleicht auch mal den Pokémon-Song anstimmen. Werde ich zwischendurch da mal machen. Ich wollte eigentlich damit einsteigen, aber ich dachte mir, das machen wir jetzt so zwischendrin mal, wenn wir mal wieder ein neues Pokémon haben. Mit dabei sind heute Lea, Mascha, Lone Star, Rizzari und Shadow. Moin. Hi, hi. Shadow ist so leise, den hört man gerade irgendwie gar nicht. Bester Schnappen. So. Was witzig ist, hier, guckt mal hier, hier läuft ein Pokémon rum, seht ihr das? Guckt euch mal genau an dieses Pokémon an. Das ist verrückt, oder? Das hat seinen eigenen Willen. Guckt mal, ich kann das auch nicht hier, wartet mal, wenn ich jetzt hier, wenn ich pfeife, geht nicht. Seht ihr das? Es macht nichts. Ich kann, also, ja, irgendwie pfeift da auch gar nicht mein Charakter. Ich weiß nicht, ich höre das gar nicht. Das ist voll witzig. Wir haben ein Pokémon, das seinen eigenen Willen hat gezähmt. Das hört nicht auf uns. Glumanda. Heißt das eigentlich auf Deutsch auch so, das Glumanda? Ja. Hallo. Hallo. Ah! Um Gottes Willen. Oh mein Gott! Ich will auch so eins. Ah, es springt mich an. Sehr schön. Nein, wie funktioniert das? Man kann in die Pokémon reinspringen quasi. Man kann also in die kleinen irgendwie. Hier ist die Lea gerade rausgekommen. Man kann da reingehen. So. Und jetzt bin ich das Pokémon. Guck mal, jetzt kann ich das Pokémon steuern. Das ist so ein bisschen wie Reiten. Hinaus in die Welt! Hinaus! Ich will die Welt entdecken. Hui. Ich bin ein Pokémon. Hallo. Hallo. Ich bin ein Pokémon. La 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 la. La 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 la. Hui. 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 Ich glaube, so laufe ich jetzt die ganze Zeit rum. Ich kann dem auch ein Level abgeben hier. Leben. Ich gebe mal Leben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, dann müssen wir für dich auch noch einen besorgen. Ja. Wie viele Credits haben wir denn jetzt eigentlich? Warte mal, kann ich in Gestalt des Pokémons auf dieses Ding zugreifen? Diesen. Weil wie der T-Rex mich anguckt, wenn ich da vorbeilaufe. Oh, Fastfood. Ein Snake auf Beinen. Nee, ich kann nicht auf den Dings zugreifen. Oh, die Sicht ist aber auch komisch, ne? Wenn man in die richtige Ego-Perspektive guckt, da ist die Kamera so direkt zwischen den Beinen, zwischen den Füßen unten. sieht aus wie so eine Kakerlaken-Cam irgendwie. Also 1246 Credits haben wir. Alter, Angriff des Mega-Pikachu. Oh mein Gott! Oh, wie groß ihr erstmal seid, ey. Stell dich mal genau. Alter Schwede. Hilfe! Hilfe! Ah, sie sind alle so groß. Lichte ist auch so riesig. Wie eine riesige Geburtstagstorte sieht Lichte aus. Im Himmels Willen, ey. Mein Gott! Also, aus der Ego-Perspektive gucken ist keine gute Idee. Herr, Moment, ich wollte. Mal gucken, wie viele Credits wir haben. Huch. Wenn man hier gegen diese Tür rennt, bleibt man immer so leicht hängen. So, wir haben gar keine Credits. Ah ne, Moment, die sind ja hier im Schrank, ne? Wir haben 1246. Ich war übrigens gestern Nacht nochmal kurz unterwegs. Lohnt's da auch nochmal. Wir haben auch ein bisschen was zusammengerafft. Und genau, jetzt zeige ich mal nochmal ganz kurz, welches Pokémon, um welches es jetzt geht. Also wir wollen heute idealerweise mal versuchen, dieses hier zu bekommen. Rayquaza. Habe ich das richtig ausgesprochen? Rayquaza. Rayquaza. Für 5000 Credits. Weil wir nämlich so ein bisschen hoffen,
Nein, ich habe schon wieder den Bildschirm geschlagen. Das wollte ich gar nicht. Du hast mich gehauen. Ich hab den Screen geschlagen. Du hast mich auch gehauen. Ich hab 2 Leben verloren. Was, echt? Du standest daneben? Ja, das ja ist, ich hab hier im Schrank geguckt. Das ist tragisch natürlich. Ja, genau. Also wir wollen die Credits bekommen. Und wir wollen das Pokémon bekommen, weil wir brauchen nämlich einen Ketz-Ersatz. Denn es ist momentan so, alle Ketzel sind ersetzt worden durch Lugia. Es gibt nur noch Lugias, die in der Luft rumfliegen. Und zwar millionenfach. Und Lugia ist irgendwie kein wirklicher Ketz-Ersatz. Es kann irgendwie nicht wirklich viel tragen und Tiere kann es auch nicht hochheben. Wir hoffen jetzt, dass diese komische Drachenschlange da, dieses Rayquaza, dass das jetzt... Rayquaza. Das werde ich wahrscheinlich nicht lernen heute mehr, das können wir vergessen. Wir hoffen jetzt, dass das entsprechend der Ketz-Ersatz sein wird. So, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los, wir brauchen Geld. Ich bin schon dabei. Ich springe mal hier in das Pokémon rein. Aua! Ja, es ist mir zu heiß hier. Ah nein, doch nicht mich! Du kannst doch nicht mich anzünden! Oh, solange du brennbar bist, geht das. Es tut weh, es tut weh. Hilfe, ich will hier weg. Böse zu mir. Alle sind so böse, ich lauf jetzt. Tschüss. Mach's gut. Ich hau jetzt hier ab. Ich quitt jetzt meinen eigenen Tribe. Oh. Den Pokémon-Tribe. Ich bin noch ein Pokémon. Nicht mich auffressen. Ah, Hilfe, es greift mich an. Nein, warte. Kannst du keinen Feuer schocken, ne? Warte doch. Nein, kann ich nicht, scheiße. Auf. Ja, es hat nur noch die Hälfte Leben. Du hast dein Lichtchen noch auf der Schulter, oder? Ja, ich weiß. Siehst du, dann macht das doch wenigstens ein bisschen Feuer. Ja. Warte. Ich bin nicht so schnell. Ist doch immer so viel los. Kann ich nicht fliegen? Ich will fliegen. Ich bin doch ein großer Drache. Ich bin ein großes, böses Raubtier. Lauf doch nicht weg von mir. Der Drache kann fliegen und tauchen. Tu das weh, wenn ich hier runterfalle? Aua! Oh, hier ist noch eins! Ein Bruder! Ein kleines Brüderchen! Na, oh, wer ist der Richtige? Wer ist der Spielwehr? Das ist ein bisschen am Mickey Mouse Ding. Ich meine... Moment mal, kann ich eigentlich? Ah, Hilfe. Ein Glurak entführt mich! Ich kann fliegen! So, mal gucken, ich ob das fliegen. Glurak schon den Geowurf drauf hat. Nein. Das ist ja witzig. Das ich glaube, wenn ich die ganze Zeit so weiterrede. Wenn ich die ganze Zeit so weiterrede, habe ich morgen keine Stimme mehr. Wollen wir mal einen Garados? Ja! Kann mich bitte jemand involvieren? Damit ich wieder groß werde, damit ich wieder eine Stimme habe. Ging irgendwie mal. Hier sind sau viele Garados unter Wasser. Blau viele! Sau viele. Blau viele!
komm zu euch, wartet, wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr, wo seid ihr reingegangen? Oh, ich bin so klein, ich komme nicht mal den Berg hoch, scheiße. Was hier denn? Ach, das ist ein totes Bisasam. Oh. Was ist das hier denn? Wir müssen mal ein bisschen zusammenlaufen, wir brauchen Geld. Ja, wo seid ihr denn hin? Wir müssen Geld kriegen. Ah, hier ist eine Pflanze. Hier ist eine Pflanze zum Töten. Ich will die Pflanze töten. Hier, eine kleine gelbe Geldpflanze. Stirb, Geldpflanze, gib mir dein Geld. Warte. Gib mir dein Essensgeld. Mach dich weg. Geldpflanze, bleib stehen. Hahaha, hier kommst du nicht weg! Jetzt bist du sterben! Ich krieg dein Geld! Warte! Lauf nicht weg! Nein! Halt! Halt an! Stirb, Geldpflanze, stirb! Nein! Ha! Ah. Genau! Nein! Nein, sie ist ins Wasser gerannt! Seid ihr ins Landesinnere oder außen am Land lang? Am Strand! Strand. Ich bin am Strand, ich laufe am Strand lang! Ah, ich bin mal aus dem Pokémon rausgekommen. Jetzt ist meine Stimme wieder normal. Mein Gott. Ah, so. Das kann mir jetzt mal hinterherlaufen. Also wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt lang gegangen? Wo finde ich euch? Wir müssen nämlich mal ein bisschen gemeinsam hier über die Insel laufen, damit wir alle das Geld gleichzeitig kriegen. Damit jeder von uns Geld kriegt, damit nicht jeder einzeln Geld kriegt. Wir müssen uns erstmal sammeln jetzt hier. Wir müssen uns erstmal sammeln, dann müssen wir ganz viele von den Geldpflanzen töten und dann geht das ganz schnell. Wenn wir dann gemeinsam auf einen Haufen stehen, kriegt jeder von uns, wenn wir so eine Geldpflanze töten, immer 11 Credits. Und dann haben wir das Geld ganz schnell zusammen. Guck mal, da ist doch schon ein T-Rex hier. Ja, wer ist das wohl? Hast du das Glumanda da stehen lassen? Nein. Das lief mir eigentlich gerade noch hinterher. Weil das läuft jetzt hier dem Terezino hinterher. Ja, hat der echt? Hat der das gepfiffen, ne? Dann ja. Hat er das gepfiffen, ja. Kann der das überhaupt? Habt ihr da keine Rechte vergeben? Noch nicht. Nee, bei dem noch nicht. Ist ja gerade erst gezählt worden. Ach so. Hier im Wasser gerade. Das Garados. Oh, da ist einer mit einem Kanu im Wasser und wird von um die 5 Garados. Oh ja, ich sehe das. Alter, scheiße. Komm da bloß raus, ey. Der ist gleich tot. Der kommt nicht mehr raus. Er hängt dazwischen. Doch, der kriegt das noch. Der schafft das noch. Der kriegt den Hyperstrahl die ganze Zeit ab oder so. Alter Verwalter, das war knapp, ey. Der Kanu ist fast hin. Die bringen, glaube ich, 8 pro Tier. Lass uns die Garados töten. Die bringen 8 pro Tier. Also die kleinen Geldpflanzen, die gelben, die bringen mehr Geld. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Und da gibt es einige Spots. Vorsicht, Shadow, die ist vor dir, ne? Ja, wo ist mein Raketenwerfer, wenn ich ihn mal brauche? wo sind die Nukes aus? Genau, die Nukes. Ark Comes Alive. Die hat irgendwer geklaut, glaube ich. Ne? Ja, die Nukes, der letztes Jahr Ark Comes Alive ist ja jetzt eher ad acta gelegt, so. Ich erkläre es nochmal, warum ist Ark Comes Alive ad acta gelegt? Weil der Mod einfach zu selten aktualisiert wurde und Ark sich zu radikal verändert hat. Das hat zu Serverproblemen geführt, deswegen mussten wir da jetzt Pokémon Evolved als Ersatz ranholen, weil es einfach viel zu fehlerhaft gewesen ist. Das eine Garados ist gestrandet. Ich weiß gar nicht, ist das so gesund, wenn ich hier neben dir rumschwimme, während diese ganzen Viecher dich blitzdingsen? Blitzdingsen? Ach, noch können sie mich nicht blitzdingsen. Das ist nicht gesund, nein. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Was kann ich machen? Genau, ja. Wo wollen wir jetzt eigentlich, also wollen wir jetzt da den Strand lang, ja, da hinten? Wir können noch in den Sumpf gehen, also jetzt hier links. Nein. Lang. Doch. Nein, warte doch, wenn wir am Strand lang gehen, hier gibt es ganz viele von den Geldpflanzen manchmal und die töten wir dann einfach und das ist total, das geht total schnell. Das habe ich gestern auch gemacht. Ja, sonst da habe ich innerhalb von 10 Minuten 500 Credits gekriegt, alleine. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann ist das ja dreimal so viel oder ja, vier. Ja, ich weiß. Ich habe gestern im Sumpf und Redwoods innerhalb von einer halben Stunde 1200 oder 1400 Credits bekommen. Ah, warte, ich hole mir noch mal ein Tier. Ich hole mir noch ein Tier, ein richtiges, ein großes. Ich hole mir jetzt Tauboss, genau. Mit Tauboss habe ich gestern gute Erfahrungen gemacht. Oh, ich ertrinke. Nein! Der Rex würde das schaffen, aber... Ich komme, Tauboss kommt zur Rettung. Hat voll viel XP gegeben gerade. Ach, echt?
Was, wenn Shadow stirbt, gibt's XP? Ja. Vielleicht gibt's auch Credits. Ey, könntet ja mal helfen, ne? Der Rex hat das hier. Zu Fuß! Zu Fuß wird das schwierig. Ich muss erst mal zu dir kommen, lol. Alter Schwede, der Rex sieht schon halb tot aus, ey. Ja, das hat er gerade so überstanden. Aber die Viecher da, der Haufen sieht auch sehr beeindruckend aus. Der hat sie alle gerade umgebracht. Das sieht aus wie Pokémon-Salat. Das ist also Sushi. Das ist die Pokémon-Version von Sushi. Ich wusste einfach, dass der Rex das auch schafft. Ja, das war Instinkt. Vor allem, guck mal, die Pups sind alle ins Wasser. Da steigen voll die Blasen auf. Da geht die Luft raus. Kann ich eigentlich mit Tauboss ins Wasser fliegen? Probier es aus. Nee, scheiße, geht nicht. Da verhalten sie sich dann doch wie die Ark-Viecher. Ich kann irgendwie nicht pfeifen. Doch, hast ihn. Echt? Warum macht der denn kein Pfeifgeräusch dann? Das verstehe ich nicht. Der pfeift irgendwie nicht so. Könnte von einem Mod kommen. Ich habe das Pfeifgeräusch gerade auch nicht mehr gehört bei mir. Ja, das scheinen die Mods zu sein. Oh, Tauboss ist der Hammer. Genau, immer schön eng zusammen, wenn wir was töten. Damit jeder auch Credits kriegt. Habt ihr denn gerade die Credits auch gekriegt? Von denen? Nee, ich war zu weit weg, deswegen sage ich's ja. So, jetzt müssen wir mal diese Geldpflanzen suchen. Ja, Geldpflanzen! Oh, jetzt hier schnell beim Kano, Geldpflanze beim Kano. Nein, scheiße, was mache ich denn? Ich bin abgesprungen. Ins Wasser gekommen? Hä, wo ist denn jetzt mein Tauboss? Ach, da. Ich habe kein Geld bekommen, obwohl ich recht nah dran war. Ich habe Geld bekommen, ich war abgelenkt. Ich habe auch was gekriegt. Ich habe was gekriegt. Vielleicht kriegen immer nur eine bestimmte Anzahl an Leuten Geld. Aber ich habe mehr Geld tatsächlich im Inventar. Ich glaube, es wird einfach nur nicht angezeigt. Meistens. Kann auch sein. Move closer to hide. Ah, mein Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Mann! Ja! Ganz viel Nachtar. Nein. Was? Oceano? Vom Evoli. Sagt mal Bescheid, wenn ihr Geldpflanzen findet. Töten einfach alles. Alles töten. Ja, aber Geldpflanzen, die bringen besonders viel, ne? Die bringen halt 11. Und die sind leicht zu töten. Also sehr leicht. Also von wegen Darados habe ich jeweils 16 bekommen oder so. Echt? Sicher? Ich hab insgesamt 100 noch was gekriegt von den ganzen. Aber Garados war doch das im Wasser. Garados war das im Wasser, ne? Ja. Mhm. Für das Nachtara. Das Nachtara hat gerade 10 gegeben. Vielleicht geben die einfach unterschiedlich viel, je nach Level. Nee. Also gestern... Ja, ist das Nachtara hat 5 und das davor hat 10 gegeben. Ja, aber ihr müsst das, auch... Weil das zwei gleichzeitig waren. Ja, ihr müsst bedenken, das addiert sich auch, ne? Also ich hatte gestern immer die Pflanzen getötet, habe ich immer 11 gekriegt, egal welches Level die Pflanze hat. Und auch bei den anderen Pokémon habe ich immer die gleiche Menge Credits gekriegt. Die Wasserschlangen da, keine Ahnung wie die heißen, die haben 8 Credits gebracht jeweils. Und ja, von den komischen Bisa-Samen-Flor-Dingern, das hat immer so 5 gegeben. Vorne ist ein Nackter. Das ist Nebel. Nackter? Ist das Oceano? Nee, kann ja nicht. Eingeladen. Ja, 5 Credits, nice. Habt ihr alle Geld gekriegt jetzt? Ja. Sehr gut. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 51, nicht schlecht. Das geht auch schon mal gut voran. Siehst du, das ist schon mal gut. 170. Bei mir sind es jetzt 127. Nicht schlecht, da haben wir es ja bald. Dauert ja nicht mehr lange. Einmal um die Insel rum, da haben wir ja hier, können wir uns die ganzen Pokémon kaufen. Naja, meins kostet 12.000, ne? Welches denn? Mew. Nur Mew. Ja. Was kann das? Ist das gut? Müsste das Beste sein, eigentlich. Also, wenn die Pokémon so gut sind, wie sie eigentlich sind. Müsste das Allerbeste sein. Hier ist eine ganz Geldpflanze. Geldpflanze! Hab ich sie da alle rennen? Geldpflanze! Geldpflanze! Ja, 11 Credits, nice. Ich auch. Mhm. Hier gucke noch ganz viele. 1, 2, 3. Warte, ich treib sie zu euch. Treibjagd. Geldpflanzen, Treibjagd. Eine. Hier ist auch noch eine, die versteckt sich hier hinter dem Schweinchen. Hier ist auch noch eine. Die Schweine bringen auch, glaube ich, 8 oder so. Also? Hier will eine abhauen, sie will abhauen.
Scheiße, ich kann. Ah, nein, fuck, ich kann nicht ins Wasser. Ah, mein Taubosch. Taubosch, Taubosch. Oh Gott. Das ist ein Gewusel hier. Wo ist Taubosch? Der boah. Greift mit an. Ja, ah, 9 Credits hat sogar das kleine Ding gegeben. Wo ist er denn jetzt hier? Hier. Taubosch, komm. Hui. Sind noch ganz viele von den Pflanzen. Ganz viele Pflanzen, Geldpflanzen. Wir müssen sie töten und ihnen das Geld klauen. Essensgeld. Hier ist auch noch eine. Dein Wasser schwimmt rein, ist die tot? Also wenn sie sich nicht wegbewegen von euch. Die ist Level 88 da im Wasser und lebt noch. Der Tribe Mate Dr. Wiesel was killed by a Basculin? Oh oh. Ich glaube, das waren die Piranhas. Ja, Taubos. Taubos hat ein was auch immer getötet. Da hinten steckt ein Titano fest. Doch bestimmt viele Credits. Ja, genau. Ein was wildes Titano. Das haben wir schon mal versucht, so auf so einem alten Server. Das hat nicht gut funktioniert. Aber wir haben ihn tot gekriegt. Wir haben ihn tot gekriegt. Das muss man an der Stelle wirklich mal festhalten. Aber da war auch irgendwie 5-facher Dino-Damage oder so, ne? Von den Wilden aber, ja. Ja, der war ja wild. Eben, das ist doch hier ganz einfach für uns. Ja, vor allem wir haben Pokémon. Ne? War keine Gigas wieder, aber ja. Ach, schon wieder, Dr. Wiesel, was macht denn der Dr. Wiesel hier? Seid ihr weiter am Strand lang oder seid ihr abgebogen? Weil ich bin jetzt Ritzi hinterher geflogen. Landesende auf die Klippe hier drauf. Ja, ich folge dir. Kommt mal wieder an den Fluss hier. Hier sind ganz schön viele. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Ja, kommt mal hier. Weil hier oben so ein schöner Überblick ist. Wo bist du denn jetzt, Shadow, am Fluss? Unten am Fluss, genau? Unter der Klippe. Ah ja. Ach da, okay. Oh. Warte noch nicht alle töten. Lass erstmal uns ranfliegen, sonst kriegen wir kein Geld. Okay, jetzt. Oh, sehr schön. Alter, das ist ja der Wahnsinn hier. Vor allem, der T-Rex kämpft gegen seine Pokémon-Artgenossen. Das ist auch geil eigentlich. Okay, jetzt, wir müssen sie, glaube ich, auch mal so töten, dass wir auch alle wirklich dicht beieinander stehen hier. Okay, ich krieg irgendwie gerade keine Credits. Ah, jetzt doch. Ich auch nicht. Gemein, hinter mir. Ja, oh mein Gott. Ja, Geld. Sauber. Mehr Geld. Hier ist noch ein Evoli. Tötet es. Kleines Evoli. Tötet alles. Es bringt Geld. Scheiße, ich komme nicht ran. Mein Wendekreis ist zu krass. Doch, warte mal, jetzt kriegt das noch platt, das Evoli. Hier ist eine Geldpflanze. Sie hat sich versteckt vor euch. Sie hat euch verarscht. Oh, ja, Geldpflanze. Ja, nice. Hö, was ist denn das hier? Frosch. So ein blauer Frosch mit Schal. Und an dieser Stelle endet diese Folge Arc Park mit Pokémon Go. Ich meine natürlich Pokémon Evolve. Es geht weiter in der nächsten Folge, wenn wir wieder Credits für neue Pokémon zusammenfarmen. Bis zur nächsten Folge Arc Park. Bis dann, ciao.